Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Ich bin Anton Graf und heute geht es um das Thema Partikelfilter. Was ist der Partikelfilter? Was macht er? Wie funktioniert er? Ganz einfach. Ein Partikelfilter ist dafür gedacht, um die Umwelt zu schonen. Dabei ist es so, dass der Partikelfilter den Rußausstoß letztendlich sammelt. Und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie auf einer Autobahnfahrt, dann wird der Ruß durch die Temperatur in Asche umgewandelt. Ne? Das heißt, man kann sich ja so vorstellen, das Volumen von Ruß ist deutlich größer als das Volumen von Asche. Irgendwann, wenn der Aschegehalt im Partikelfilter voll ist, dann ist der Partikelfilter nicht defekt. So kann man sich das vorstellen. Denn Asche kann man nicht verbrennen, kann man nicht regenerieren, dann ist das Ding, dann muss es ausgetauscht werden. Das ist letztendlich ein Verschleißteil. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, durch den Biodiesel haben wir das Problem, dass die Verbrennung nicht optimal ist. Denn durch diesen Biodiesel verkochen häufig die Injektoren. Und wir erreichen auch häufig nicht die Temperaturen, die wir mit einem vollständigen oder 100% Diesel erreichen könnten. Deswegen ist es auch schwierig, mit dem Partikelfilter eine Regeneration zu machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel viel Stadt fahrt, der Partikel hat sich zum Beispiel in bestimmten Ruß angesammelt und danach wollt ihr eine Regeneration machen. Ihr könnt nicht aussuchen, ich möchte jetzt eine Regeneration machen zum Beispiel. Das macht das Fahrzeug selbstständig. Das Problem ist nur, um das machen zu können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Das heißt, Temperatur, Sensoren, wie auch immer. Also es müssen bestimmte Temperaturen erfüllt oder Bedingungen erfüllt sein, damit eine Regeneration funktioniert. Das passiert aber nicht immer. Das heißt, es kann sein, ihr fahrt durch die Gegend und habt zwar nicht viel gelaufen, vielleicht 50.000, und der Partikelfilter kann allein durch Ruß um die 80% beladen sein, weil in der Stadt funktioniert eine Regeneration nicht. Eine Regeneration muss, damit eine funktioniert, muss das Fahrzeug mindestens 60 km/h fahren. Ne? Und das passiert meistens auf der Autobahn. Warum? Weil für eine Regeneration müssen sehr hohe Temperaturen im Partikelfilter entstehen. Und diese Temperaturen, die sorgen dafür, wie gesagt, dass Ruß zu Asche umgewandelt wird. So, jetzt kommen wir. Das Problem ist, bei dem Partikelfilter, viele fahren und wissen nicht, wie voll das Ding ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Rußgehalt von dem Partikelfilter so hoch ist, dass das Fahrzeug nicht mehr selbstständig regenerieren kann, ne? Dann haben wir ein Problem, denn das Ruß, was sich normalerweise, das große Rußvolumen, was sich normalerweise in ein kleines Aschevolumen verwandeln sollte, hat das nicht getan, weil ihr zu lange in der Stadt gefahren seid. Ihr wisst davon aber nichts, das Auto sagt euch ja nicht, pass auf, ihr habt jetzt irgendwie 80% Beladung, sondern er fährt und fährt und fährt und er sagt einem erst dann, dass das Ding halt voll ist, wenn wir bei 90% sind. Und bei 90% ist der Partikelfilter letztendlich schon defekt. Man muss ihn ausbauen, man muss ihn versuchen irgendwie zu reinigen und so weiter und so fort. Dazu muss es nicht kommen. Man kann den Partikelfilter, oder wir haben die Möglichkeit als Spezialist für BMW und Mercedes, wir haben die Möglichkeit, den Partikelfilter auszulesen. Nicht nur auszulesen sozusagen die angebliche Restlaufstrecke, sondern wir können ihn wirklich prüfen. Wir prüfen ihn im Leerlauf, wir prüfen ihn bei 2000 Umdrehungen und wir prüfen ihn letztendlich bei Volllast. Das heißt, auf diesen drei Bereichen können wir sehen, wie voll ist der Partikelfilter, dadurch, dass wir sehen, wie viel Gegendruck hat der Partikelfilter. Natürlich kann man auch sehen, sozusagen eine berechnete Rußgehalt oder berechneten Aschegehalt kann auch ein anderer Tester sehen. Aber das ist nicht genau. Deswegen wir empfehlen unseren Kunden, dass man den Partikelfilter regelmäßig reinigt durch eine Notregeneration, was wir unseren Kunden anbieten. Bei einer Notregeneration zwingen wir das Fahrzeug, eine Regeneration durchzuführen. Es kommt noch ein spezielles Mittel in den Tank. Und wir empfehlen bei dieser Regeneration den Kunden V-Power oder Aral Ultimate zu tanken, dass man so wenig Biodiesel in dem Tank letztendlich hat, ne, damit das sozusagen die Regeneration positiv beeinflusst. Und zwar ist das Prozedere so, der Kunde kommt zu uns vorbei, wir lesen das Fahrzeug aus, gucken, wie voll ist das, der Partikelfilter beladen, dann starten wir die Notregeneration. Es kommt in einen Tank unser spezielles Reinigungsmittel, was die Regeneration halt optimiert oder fördert. Und nach ungefähr einer Stunde, eineinhalb Autobahnfahrt kommt der Kunde nochmal zu uns und dann gucken wir, wie voll ist der Partikel danach. Nach Erfahrungswerten kann man sagen, zwischen 30 bis 35% Reinigung
durch eine Reinigung letztendlich, also eine Notregeneration. Ne? Deswegen sage ich auch, dass ihr ungefähr meine Hausnummer habt. Ich empfehle alle 100.000 Mal so eine Regeneration zu machen. Also die ist nicht teuer, deutlich günstiger als ein neuer Partikelfilter oder deutlich günstiger auch als eine richtige Freibrennung von den Partikelfiltern. Ne? Und ihr müsst auch nicht vergessen, hinter dem oder vor dem Partikelfilter ist der Turbolader. Dadurch, wenn der Partikel immer voller und voller wird, macht ihr den Turbo kaputt. Das sind alles sehr, sehr hohe Kosten, was alles nicht sein muss. Also wie gesagt, wir empfehlen immer zu gucken, wie voll ist der Partikel beladen, nicht einfach nur diese ganzen Regulationswerte anschauen, was jetzt letztendlich auch der Boscher Hubmann Tester euch rausspuckt, sondern mit dem BMW Originaltester zu sehen, eine richtige Prüfung zu machen. Wir werden euch gleich nochmal ein paar Bilder einblenden, wie so eine Prüfung ausschaut, dass ihr mal ein paar Werte habt, ne? Weil häufig ist das so, die Restlaufstrecke von dem Partikelfilter wird in dem Tester gesagt, es wären nur 200.000, aber wenn man die Prüfung macht, dann sieht man, der Partikel ist zum Beispiel schon 70% beladen. Ne? Dann ist ja klar, wenn er 70% beladen ist, dann können nur noch 30% der Abgase letztendlich ungehindert nach draußen. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.